Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute zeige ich dir mal den 25er Vergaser von YSN oder YSN, ein Vergasernachbau aus Taiwan. Und dieser soll mit seinen 25 mm fast exakt genauso sein wie die Delorto 25 mm Version. Hier siehst du noch einmal die 25 aufgedruckt. Und dieser Vergaser hat hier keinen elektrischen, sondern einen manuellen Hebelchoke. Den kannst du dann nach Belieben an- und ausmachen. Im Normalzustand ist der Kanal verschlossen. Ziehst du den Hebel nach oben, wird der Kanal geöffnet für eine stärkere Spritversorgung für den Kaltstart. Ja, das kann man dann hier drin sehen, dass dieser Kanal geöffnet und geschlossen wird. Hier unten siehst du die Schwimmerkammer. Die ist mit einer zentralen Mutter zugeschraubt. Hier auf der rechten Seite den schwarzen Benzinanschluss. Hier ist noch ein weiterer Anschluss, vielleicht auch ein Überlauf, das weiß ich nicht ganz genau, genauso wie auf der anderen gegenüberliegenden Seite. Und dann haben wir hier noch unsere Luftgemischschraube und hier unsere Standgasschraube. Es gibt dieses Modell mit zwei verschiedenen Versionen, einmal mit Unterdruck- und Ölanschluss und einmal ohne. Ich habe mich für die Version mit Öl- und Unterdruck entschieden, weil mir das wichtig ist, dass ich nicht selber mischen muss. Dann sieht man hier einmal links den Anschluss für den Unterdruck. Dieser ist etwas größer im Innendurchmesser und auf der anderen Seite der Ölanschluss. Hier muss man darauf achten, dass der Ölanschluss größer ist als der originale des Mikuni-Vergasers, dass man sich da auch entsprechend einen größeren Ölschlauch besorgt. So, dann kann man hier ganz einfach mit einer Nuss die Schwimmerkammer öffnen. Das geht relativ einfach. Und dann kannst du, wenn du die Schraube abgedreht hast, auch direkt die Hauptdüse sehen, die du dann mit wenigen Handgriffen mit einem Schlitzschraubenzieher anlösen kannst und durchtauschen kannst, ohne wie sonst üblich vier Schrauben der Schwimmerkammer anzulösen. Hier ist eine 102er Hauptdüse verbaut und man kann dann hier, wenn man diese Hauptschraube abgenommen hat, schon den Düsenstock sehen, wo die Nadel des Gasschiebers nachher drin mündet. Wenn du die Schraube dann abgedreht hast, kannst du die gesamte Kammer einfach nach oben abziehen. Und dann siehst du hier eine goldene, runde Scheibe, sage ich mal, die man auch einfach abnehmen kann. Man kann hier oben links die Choke-Düse sehen, die hat die Größe 60. Und dann haben wir noch die Nebendüse und diese hat die Größe 70. Die Nebendüse hat 5 mm, die Hauptdüse 6 mm. Hier können auch die Original Delorto Haupt- und Nebendüsen verwendet werden. Die passen hier genauso. Dann haben wir hier einen Kunststoffschwimmer und ja, das ist so grob gefasst das Innenleben dieses Vergasers. Wie gesagt, der ist fast identisch mit dem Original Delorto Vergaser, wie zum Beispiel auch die Malossi Version, die um einiges teurer ist als dieses Modell. Dieses Modell ist mit knapp 78 Euro natürlich eine echte Alternative zu dem teuren Malossi oder Original Delorto oder vergleichbaren Vergasern in dieser Größenordnung. Deswegen habe ich mich mal rangetraut, diesen Vergaser zu kaufen und ihn für euch zu testen. Man kann dann die Schwimmerkammer ganz einfach mit der großen Mutter wieder ranziehen. Das geht relativ schnell. Und dann zeige ich dir einmal nochmal den Gasschieber. Dazu musst du einfach mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher die beiden Muttern oben anlösen. Da musst du nachher, wenn die erste Schraube ab ist, den Finger drauf halten, dass dir das Ganze nicht entgegenspringt, so wie mir, weil ja die Feder da drin gespannt ist. Dann kannst du die Feder rausnehmen und dann siehst du auch schon von innen den Schieber. Den kannst du einfach einmal so rauskippen. Hier siehst du dann einmal das Innenleben. Dort wird der Schieber drin geführt. Ne, da muss man dann schauen, dass man nachher diesen Schieber auf den Bautenzug, den Gaszug raufbaut, wenn man den Vergaser durchtauscht. Aber das zeige ich dir nochmal ganz genau in dem nächsten Video, wo ich den kompletten Vergaser einbaue und noch weitere Einbauten mache. Hier siehst du einmal die Nadel. Hier ist der Clip auf der zweiten Stufe von oben eingehängt. Darüber kannst du nochmal fein einstellen, ob dein Motor etwas magerer oder etwas fetter laufen soll. Das ist aber nachher ganz spezielles Feintuning. Das ist dann ganz am Ende nochmal eine Möglichkeit, den Roller nochmal optimal abzustimmen. Wie gesagt, der Einlass von außen ist vergleichbar groß wie der originale,
Aber auf Zylinderseite ist das natürlich ein deutlicher Unterschied von der Größe. Auch das wirst du im nächsten Video sehen, wie der Tuning-Vergaser neben dem Original-Vergaser aussieht. Und dann kannst du, wenn du das Ganze wieder zusammenbaust, sehen, dass hier an der Seite des Schiebers so eine Führungsschiene ist. Die musst du dann in der richtigen Position wieder in den Vergaser reinstecken. Hier drin ist so ein kleines Metallstück. Da muss der Schieber nachher drauf laufen, damit er sich vernünftig von oben nach unten sauber bewegt und nicht verkantet. Das ist wichtig nachher für den Einbau, dass der Schieber schön freigängig funktioniert und die Gasannahme gewährleistet ist. Hier so ein bisschen hin und her ruckeln, bis das Ganze dann ja fast von alleine nachher reinfällt. Hier darfst du nicht mit Gewalt rangehen, weil sonst kann die Schiebernadel verbogen werden und das wäre auf keinen Fall gut. Dann siehst du hier nochmal von oben, wie der Führungsstift dort in der Führungsschiene läuft. Im Anschluss kannst du dann alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen und wie das nachher ganz genau in der Praxis aussieht, werde ich dir wie gesagt im nächsten Video zeigen. Da zeige ich dir genau, wie man den alten Gasschieber abbaut und wie man den neuen Gasschieber denn montiert. Hier wird auch ein wenig Anpassungsarbeit notwendig sein, aber auch das zeige ich dir im nächsten Video. Hier wird nicht alles gleich perfekt auf Anhieb passen, aber so gut wie. Da dieser Vergaser auch eine deutlich größere Bedüsung hat, wird es notwendig sein, den Luftfilterkasten, wenn du den originalen Luftfilterkasten benutzt, auch anzupassen. Das bedeutet, dass du zusätzliche Luftlöcher in den Kasten bohren musst, um eine größere Luftansaugung zu gewährleisten. Aber auch dazu werde ich dir im nächsten Video eine kurze Anleitung geben, was du da genau zu machen hast. Dieser Vergaser hat eine größere Anschlussweite als der Originalvergaser. Die Anschlussweite beträgt 30 mm. Das bedeutet, du musst dir auch einen größeren Ansaugstutzen besorgen. Dieser ist mit ungefähr 10-11 € bei eBay zu ersteigern. Ich hoffe, ich konnte dir die Angst nehmen, auch einen Nachbauvergaser zu erwerben und vielleicht damit genauso erfolgreich zu tunen wie mit einem Originalteil. Ich werde dir im nächsten Video zeigen, wie du das Ganze einbaust und bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, dich bald wieder begrüßen zu können. Bis dahin, dein Lukas.